Das Regio TV Plus heute an vorderster Front beim Gewerbeverband in Basel. Und zwar haben wir eine Medienmitteilung gekriegt, da hat es geheißen, der Wettbewerb Lehrling des Jahres 2017 ist lanciert. Jetzt ist bei mir Aline, sag mal, was bedeutet das? Was ist das genau für ein Wettbewerb? Ich weiss, ich bin natürlich schon lange nicht mehr Lehrling, es gibt ihn zum 9. Mal, aber was ist das? Wir wollen eigentlich mit diesem Wettbewerb das Image von der Berufslehre fördern und stärken und wollen vor allem leistungsstarke Schülerinnen und Schüler motivieren, sich für eine Berufslehre zu begeistern. Jetzt, wie läuft denn das ab, der Wettbewerb? Ich meine, man muss sich jetzt hier noch anmelden, aber was bringt man denn für Skills und was wird schlussendlich bewertet? Also anmelden kann man sich bis zum 22. September bei uns, beim Gewerbeverband. Und Bewertungskriterien sind an und für sich das Motivationsschreiben des Lernenden, Qualität diesbezüglich, aber auch die Qualität des Schreibens des Berufsbildners, der eine Empfehlung macht, Kreativität des Bewerbungsfoto und das Berufsschulzeugnis. Und wie wird denn das ausgewertet schlussendlich? Ich meine, es ist ja nicht jetzt eben eine Aufgabe, die Sie mir erfüllen und die bewertet man dann. Das kommt dann, glaube ich, erst nachher. Genau, also die 10 Finalisten werden ausgesucht von einer Fachjury und anschließend haben sie natürlich dann 10 Besten zum Bestreiten. Da kämpfen sie gegeneinander, jeder für sich. Wir haben einen Contest-Tag, wo 8 Besten müssen, bewältigt werden müssen. Aber auch ein Online-Voting, wo es um die Gunst der Öffentlichkeit geht. Also man muss Stimmen einsammeln von der Umgebung, Freunde, Bekannte, vom Geschäft. Und dann haben wir auch noch den letzten Posten an der Preisverleihung, wo dann eigentlich abzeichnet, wer ist der Lehrling vom Jahr. Du hast gesagt, man kämpft hier gegeneinander. Jetzt, ich habe eigentlich an dieser Stelle das Gefühl, es ist noch wichtig, dass ihr euch dort anmeldet. Ich gehe jetzt davon aus, man kommt ja durch die Challenge, die ist, automatisch auch an weitere Informationen, an eine Verbreitung von seinem eigenen Berufsfeld. Also man tut natürlich Werbung machen für sein Berufsfeld. Ganz klar, es hat zum Beispiel einen Posten, der heisst Berufung und Leidenschaft. Und dort geht es darum, wie stark bin ich Feuer und Flamme für meinen Beruf und wie stark kann ich den verkaufen auch. Und dort sieht man dann sehr, sehr stark, wie leidenschaftlich der Kandidat seinen Beruf oder seine Berufslehre ausübt. Also, dann kann ich hier nur noch sagen, das Rennen um den Titel Lehrling des Jahres 2017 ist lanciert. Einsendeschluss ist klar und wohin auch. Und ihr meldet euch ab jetzt alle an.